Im letzten Video ging es ja um die drei Materiezustände, die wir ja ganz gut kennen im Alltag. Das ist der Feststoff, die Flüssigkeit und das Gas. Ich habe da so angedeutet, es gibt noch einen vierten Zustand, aber den gibt es eigentlich normalerweise nicht so in der Grundstufe in Chemie. Es gab aber danach so einige Diskussionen und deswegen dachte ich mir, erzähle ich jetzt noch ein bisschen was über das Plasma. Ich nehme da mal eine andere Farbe dafür, das Plasma. Und viele sagen, es ist also ein vierter Materiezustand, weil das ist ein bisschen wie ein Gas oder wie eine Unterstufe von einem Gas. Es hat aber auch so die Eigenschaft von einer leitenden Flüssigkeit, von einem leitenden Element. Und es ist eine ziemlich exotische Sache. Und kommt so im Alltag eigentlich nicht vor, eigentlich nur bei hohen Temperaturen, stimmt auch nicht ganz, aber unter bestimmten Umständen, zum Beispiel bei einem sehr starken elektromagnetischen Feld, da gibt es eben dann ein Plasma. Was passiert da eigentlich? Da ist es so, da springen die Elektronen von Gasen weg, auch von Gasen, die normalerweise ihre Elektronen eigentlich behalten. Aber dazu will ich erst noch mal ein bisschen zu den Metallen gehen, wie beispielsweise Eisen. Eisen, die haben so viele Elektronen und die möchten diese auch weggeben, sodass diese ganzen Elektronen außerhalb der Atome herumfließen und dort so eine Art See von Elektronen erzeugen. Die Atome selber sind dann positiv geladen und die geben also Elektronen in den See hinaus. Und dieser ganze See macht also Metalle auch leitfähig und sie sind insgesamt auch relativ eng gepackt. Und bei Plasma ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass die Elektronen relativ, die Atome relativ weit auseinander sind in dem Gas, das habe ich euch ja gesagt. Und die Atome bewegen sich also, die hüpfen umeinander. Es hat keine feste Struktur im Gas und die bewegen sich mit relativ hoher kinetischer Energie, die Atome. Und wenn du jetzt ein sehr starkes elektromagnetisches Feld anlegst, passiert Folgendes: Da fangen an, die Elektronen eben wegzuschwimmen. Die gehen von den Atomen weg. Ein Feststoff hat also eine bestimmte Form, ein Gas hat natürlich auch eine besondere Form und wenn das Gas so aussieht, dann ist es quasi ionisiertes Gas. Und manche Leute sagen, Plasma ist ein ionisiertes Gas. Da ist es so, es ist ionisiert. Die Atome sind positiv geladen und die Elektronen natürlich negativ. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt kann dieses Gas auch plötzlich Elektrizität leiten. Und ihr denkt euch vielleicht, naja, das ist ja ganz schön exotisch, aber das stimmt gar nicht. Das passiert zum Beispiel bei einem Blitz. Und da könnte man jetzt eigentlich ein ganzes Video drüber machen. Und da ist es eben so, man hat einen hohen Potentialunterschied zwischen den Wolken und der Erde. Und da ist ist eine große, viel Volt sind da sozusagen dazwischen. Und jetzt wollen einfach die Elektronenwolke will auf den Boden gehen. Sind alle da oben in der Wolke und die wollen alle in den Boden reingehen. Aber sie können nicht, weil Luft ist eigentlich ein ganz, ganz, ganz schlechter Leiter. Isoliert also ganz gut die Luft. Aber wenn da ganz, ganz viel Potenzial ist, was passiert dann? Und zumindest stelle ich mir das so vor, das sind dann kleine Tröpfchen. Und die Elektronen wollen dann aus der Wolke heraus, bewegen sich dann langsam runter mit den Luftmolekülen. Und da ist ja Sauerstoff und Stickstoff drin. Und damit kommen die langsam raus aus der Wolke. Und damit wird die Luft ionisiert. Und dann bei einem bestimmten Punkt bekommt ihr einfach eine Leitung von der Wolke bis zum Boden runter. Und das passiert in dem Moment, wo die Luft ionisiert ist und dann bekommt ihr auch einen Blitz und der geht dann eben nach unten. Und gleichzeitig habt ihr dann eine hohe Temperatur und das verstärkt natürlich dann die Leitung noch weiter. Und was Ähnliches passiert eigentlich auch in Sternen. Dort gibt es starke elektromagnetische Felder, einen hohen Druck auch. Und im Wesentlichen
wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht darstellt, ist eigentlich ein ganzer Stern nichts anderes als ein Plasma. Also ihr habt einen ganzen Haufen von Atomen, die ihre Elektronen abgeben unter hoher Temperatur und unter hohem Druck. Und deswegen ist das Ganze jetzt einfach nochmal auf einem universalen Level. Da seht ihr, dieses Plasma ist eigentlich doch was recht Wichtiges. Bei uns im Alltag haben wir natürlich mehr Feststoffe und Flüssigkeiten und Gase. Jetzt im Moment, jetzt für den Rest dieses Videos, wollte ich nochmal über Wasserstoffbrückenbindungen reden. Ihr kennt ja hier das Wassermolekül und bei dem Sauerstoff habt ihr zwei Elektronen hier und hier. Sagen wir mal, da ist jetzt das nächste Wasseratom mit seinem Wasserstoff, Sauerstoff und dem Wasserstoff wieder. Und hier ist wieder ein Sauerstoff und da ist jetzt wieder ein Wasserstoff. Wasserstoff hat immer die zwei Elektronen. Und hier ist wieder ein Wasserstoff. Sauerstoff hat die Elektronenpaare außen. Darüber haben wir ja schon geredet, wie das auch aufgezeichnet wird. Jetzt ist also so, dass der Sauerstoff ist ja viel, viel elektronegativer, deswegen wird das ganze Molekül geladen. Auf der Wasserstoffseite ist es positiv geladen, weil die ganzen Elektronen die ganze Zeit in der Nähe vom Sauerstoff rumhängen und nicht beim Wasserstoff. Deswegen sieht eigentlich der Wasserstoff hier fast wie ein Proton aus, ist also quasi teilweise positiv geladen. Jetzt ist es so, dass die polaren Endigungen von dem Wassermolekül bilden eine Art polare Bindungen. Die mache ich jetzt mal so in Magenta. Und es sind also Wasserstoffbindungen. Die sind hier und hier. Und das ist letztendlich kommt es darauf an, wie ihr es benennt. Üblicherweise in Chemieunterricht wird das Wasserstoffbindungen genannt. Und die besteht eben von einem partiell positiven Wasserstoffatom, weil die Elektronen sind ja beim Sauerstoff, und einem teilweise negativen Sauerstoffatom innerhalb vom Wasseratom. Weil es hat quasi die ganzen Elektronen vom Wasserstoff weggestohlen und dadurch entstehen diese Bindungen. Und dadurch entstehen diese Bindungen zwischen dem Wasserstoff und elektronegativen Atomen. Da gibt es außer dem Sauerstoff natürlich noch den Stickstoff, Fluor und natürlich den Sauerstoff. Das sind die drei am meisten elektronegativen Atome. Beispiel ist zum Beispiel das NH3. Und da bindet der Wasserstoff mit Stickstoff. Da habt ihr eigentlich die gleiche Situation. Die Elektronen hängen also alle in der Nähe vom Stickstoff rum. Deswegen ist der Wasserstoff eben teilweise positiv. Und bei Wasserstoff, Fluor, bei HF, bekommt ihr im Prinzip genau das Gleiche. Da passiert das Gleiche. Dort werden die Elektronen vom Wasserstoff einfach angezogen vom Stickstoff. Und jetzt habt ihr vielleicht besser verstanden, wie das Ganze eben funktioniert. Und im letzten Video haben wir ja gesehen, wie das Ganze mit Wasser geht. Deswegen zeige ich euch das mal so auf, sodass ihr das Problem etwas besser verstehen werdet. Jetzt nehmen wir mal an, ihr habt zum Beispiel ein Wasser.